So, grüß Gott miteinander. Hier ist wieder mal der Meier Werner, genau. Und wenn der am Rechner sitzt, dann geht es um was? Um Dark Table, genau. Heute wollen wir nur gewisse Punkte ausschärfen und das ist unser Hauptthema. Ja, wie macht man das am besten? Das will ich zeigen. Ich steige mal ein. Ich habe da etwas vorbereitet. Und zwar geht es jetzt um die zwei Wassertropfen. Normalerweise müsste man ja das ganze Bild nachschärfen, dann würde es ungefähr so aussehen. Ja, damit läuft man aber, ich mache es mal heller, dann sieht man es besser. Damit läuft man aber, dass es rauscht oder ein Rauschverhalten bekommt. Ja, das wollen wir aber nicht. Besonders wenn man dann auf Roh arbeitet. Ja, jetzt können Sachen sein, dass man die einfach wie dieses da hier, dieses, dieses und vielleicht noch den da hier nachschärfen möchte. Oder den und den da hier. Okay, legen wir los und gehen auf diesen Reiter hier. Dann gehen wir auf Sharp. Ja, ich werde das jetzt gerade mal richtig wegmachen, dass wir nur die Bereiche ausschärfen, die wir wollen. Okay, jetzt gehen wir auf Sharp, wenn wir auf diesem Reiter gewesen sind. Dann hier, dann gehen wir auf Off, nehmen das zweitoberste, das drittoberste nach Off, Uniformly und zur Maske runter hier. Dann erhalten wir diese Fläche, genau. Wir nehmen unser Stift und können den schon mal hier hinführen. Wir färben einfach mal nur diesen Tropfen ein. So, da haben wir eingefärbt. Jetzt machen wir als nächsten den. Und da können wir den Kreis etwas kleiner machen. Dann färben wir den auch noch ein. Dann können wir zum nächsten Tropfen übergehen, zu dem da hier. Denkt einfach daran, dass nur die Tropfen scharf kommen, die schon eigentlich grundsätzlich scharf sind. Ja, aber wir wollen ja noch das letzte Quäntchen rausholen. Deswegen, okay, und dann machen wir noch den da. Wenn es ein wenig übermalt, das macht gar nichts. So, jetzt machen wir nochmal einen. Den da hinten. Und jetzt am Schluss noch diesen da. Dann machen wir unseren Punkt wieder etwas größer. So, jetzt. Und jetzt kann man unser Gekritzel wie auf diesem Pfeil gehen, da geht unser Gekritzel weg. Und jetzt können wir nachschärfen. Aber denkt daran, macht das nicht zu heftig. Das reicht schon aus. So, und jetzt seht ihr schon, dass der meint, das sei schon immer so gewesen. Ich schalte mal das kurz ab. Und so sah es vorher aus. Und so sieht es jetzt aus. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Okay, in dem Sinne wünsche ich euch viel Vergnügen. Genau, beim
Nachmachen, beim Nachschärfen von solchen Sachen. Das muss ja nicht unbedingt Wassertropfen sein, das können auch Käfer sein, das können Fliegen sein, Mücken etc. Ja. Aber ein Bild, das schon unscharf fotografiert wurde, wird nicht schärfer. Ja, das sind also, wenn es minimale Abweichungen sind, ja, zum Beispiel das da hier, ja, dann könnte man jetzt diese Flasche jetzt auch noch nachschärfen. Aber wenn es dann so ist als Beispiel, so wie das da hier oder das da hier, das geht nicht mehr. Also die, die und die sowieso. Ja, also die drei Schärfen, die gehen noch, ja. Alles andere, was dann wirklich unscharf ist, wie das da hier, bringe dann nicht mehr hin. Ja, das ist in der Sache der Natur. Ja, auch das da hier bringt ihr nicht mehr schärfer. Wenn es unscharf ist, bleibt es unscharf. Ja, dann wird es nur noch verstärkt. Okay, das wäre es gewesen von meiner Seite. Mein Name ist der Meier Werner, bin Hobbyfotograf und Videograf. Bye bye.